Drei Haarprodukte, die ihr vielleicht tagtäglich verwendet, mit denen ihr aber vielleicht ein paar kleine Fehler macht. Daniel, meine Längen und Spitzen sind immer so trocken. Und ich mach schon Öl vom Glätten rein. Du machst Öl vom Glätten rein? Ja. Das ist ungefähr so, als wenn dich im Restaurant der Kellner fragt, wie wollen Sie Ihr Steak haben? Rosé, blutig oder durch? Wenn du vor dem Glätten Öl reinmachst, ist es eher durch. Das Öl gehört nach dem Glätten auf die Haare. Und dann auch nicht am nächsten Tag wieder drüber glätten, ist genau die gleiche. Kacke. Daniel, Ich habe mir Seife gekauft. Ja, ist doch schön, so für den Körper. Und nee, so Haarseife. Haarseife? Ja, für die Haare. Hat dir schon mal jemand erklärt, wer Haarseife nutzen sollte und wer nicht? Nö. Also, Haarseife sollte jemand nutzen, der keinerlei Probleme mit seinen Haaren hat. Der einfach nur ein bisschen was für die Umwelt tun möchte, bisschen Plastik sparen und sonstiges. Gerade für deine Haare, koloriert oder blondiert, wusstest du, die sind ja alle sauer eingestellt. Auch wenn zum Beispiel ein festes Shampoo eher ja basisch eingestellt ist, was schon wieder gut wäre, um Feuchtigkeit zu transportieren, haben sie trotzdem eine saure Rinse mit oben drüber liegen. Heißt, deine Haare mögen das sogar nicht. Dann fahrt ihr natürlich stumpf, muss viel, viel mehr Fette zurückführen, weil, wie gesagt, das funktioniert hinten und vorne nicht. Wenn du was für die Umwelt tun willst, dann hol dir lieber ein vernünftiges Shampoo, was aus recyceltem Plastik ist. Ja, und was soll ich jetzt damit machen? Verschenk's doch einfach weiter. Du hebst sie auf. Nee, du hebst sie auf. Du hebst sie auf. Du hebst sie auf. Ich bück mich hier schon genug im Salon. Du hebst sie auf. Nee. Jo. Let it go, let it go. Willst du halt auf Eisprinzessin machen oder was hier los? Ich hab Trockenshampoo benutzt. Ja, aber findest du nicht, dass es ein bisschen viel ist? Da war zu viel Fett. Um zu vermeiden, dass du aussiehst wie die Eisprinzessin, bitte nur punktuell da auftragen, wo auch Fett ist. Oder auch für diejenigen, die nicht ganz so gut damit klarkommen, einmal auf so eine Bürste und das Ganze einmal mit einkämmen. Und ganz wichtig auch, bitte nicht die ganz günstigen Dinge aus der Drogerie, weil...